Fit in den Frühling. Gleich mehrere hundert Sportbegeisterte haben sich im Berliner Tiergarten getroffen, um die Laufsaison zu eröffnen. Und wenn so viel Prominenz aus dem Showgeschäft und dem Spitzensport dabei ist, dann muss der Anlass ein besonderer sein. Die Deutsche Telekom hat der Hauptstadt zwei Laufstrecken geschenkt, um den Breitensport zu fördern. Mit Wegweisern und Kilometerangaben geht es durch den Tiergarten, vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Es geht bei den sogenannten Running Tracks um den sportlichen Aspekt, die Motivation und nicht zuletzt um das Miteinander. Breitensport soll fordern, fördern und verbinden. Klar, der Breitensport ist natürlich, weil er so vielfältig ist, ist es natürlich super. Du lernst hier Müller-Meyer-Schulze beim Laufen kennen. Ob das groß, klein, dick, dünn ist, macht einfach Spaß zusammen zu laufen. Keiner hat so diesen Leistungssportgedanken unbedingt dahinter, sondern es macht einfach Spaß am Laufen. Also es ist schon sozial, klar, es ist eine Gemeinschaft und es macht Spaß. Die Goldmedaillengewinnerin im modernen Fünfkampf, Lena Schöneborn, ist Patin des Projekts. Sie weiß, wie wichtig Breitensport ist. Ich bin schon früher als Kind viel gelaufen. Ich war im Lauftreff mit meinen Eltern. Und ich finde, Laufen ist einfach eine Möglichkeit der Bewegung. Die kann man immer und überall machen. Und dank der Running Tracks hat man jetzt auch mitten in der Stadt die Möglichkeit, sozusagen in der Mittagspause vom Schreibtisch aufzustehen, in den Park zu laufen und dann sich Energie für den Nachmittag zu holen. Und auch diese beiden haben nicht auf der Bobbahn angefangen. Die Goldmedaillengewinner André Lange und Kevin Kuske wissen, dass selbst Spitzensport im Breitensport beginnt. Über den Breitensport kommt halt viel Nachwuchs da und in die Vereine. Und ich denke, dass das eigentlich der Grundstein ist dafür, Leistungssport zu treiben. Also ich sehe es erstmal genauso. Zum anderen ist es einfach eine schöne Sache. Viele Leute, die sich bewegen, die Sport treiben überhaupt. Und man kann das nur noch mehr unterstützen. Die Läufer sind vom Projekt begeistert. Für den Breitensportler ist es wichtig, eine gewisse Resonanz immer wieder zu haben. Denn einige trainieren sicher hauptsächlich nur ausschließlich für sich. Das finde ich auch gut. Aber andere brauchen immer wieder vielleicht so eine Unterstützung, gerade durch solche Events, wie man auf Neudeutsch sagt. Also ich finde es toll, dass sie sich engagieren, dass sie der Stadt sowas bieten. Gerade weil eben die Stadt nicht so viel Geld hat und wahrscheinlich ohne das Engagement der Telekom der Track hier nicht eingerichtet worden wäre. Und auch die prominenten Jogger kamen aus der Puste und auf ihre Kosten. Ich habe sonst immer im Internet geguckt, wie die Strecke ist, bin dann ab und zu hier gelaufen und habe eine so schlechte Orientierung, dass ich mich immer verlaufen habe und am Ende nicht wusste, wie viel ich tatsächlich gelaufen bin. Und endlich hat jemand mal was dagegen getan. Also ich finde das super toll. Berlin war erst der Anfang. Laufstrecken in weiteren deutschen Großstädten sollen folgen. Spezielle Sportangebote für Senioren, Eltern und Jugendliche sind geplant.